Guten Tag, meine lieben Leute. Willkommen zurück zu Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Im letzten Part sind wir auf den Steinblock-Vulkan gekommen und jetzt werden wir den Gipfel erreichen und wir fangen den Part gleich mal an mit einer Bohne in einem Block, der in der Luft schwebt. Was? How does that make sense? Kein Plan. Zwei One-Ups? Oh, das gefällt mir sehr. Okay, dann plätten wir mal die Babys und schieben die in diese Schacht rein und hauen die erstmal da auf diesen Winddingens und aktivieren den! Oder verstärken den. Ja, verstärken hört sich besser an. Ich werde jetzt erstmal kurz die Wolke da ignorieren, weil da sind noch Items. Ist da auch was? Verarschen. Ist doch Verarsche. Ach man. Okay. Nochmal plätten. So. Dann holen wir uns jetzt den Block da rechts und dann werden wir den normalen Weg gehen, den Require. Nein! Ultra Tower da oben ist noch mal den Fuck. Nein, ich komme da nicht ab! Ach Mann. Ich fail heute auch wieder wie sonst was. Ist doch geil, ne? Wenn der Let's Player failt, ne? Ist das nicht toll? Für euch schon, für mich nicht. Weil ich würde ja schon gern weitermachen oder so. Oder wie sich das nennt? Fortschritt machen, ne? Oh, oh, oh. Ach, komm schon. Verarschen kann ich mich alleine. Okay, okay. Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach da auf der Wolke und chill dort oben mein Leben, bis ich ungefähr dort bin. Wo ist Luigi? Oh, hi. Okay. Meine Fresse, das nervt. Oder ich scheiße einfach auf die Items. Ist wirklich scheiße auf die Items. Vielleicht hole ich die offscreen, vielleicht auch nicht. I don't really give a shit right now. I just want to move on with the game. Play. Und ich glaube, und ich schätze jetzt mal nicht, dass das so die super mega ultra hyper duper Equipment Scheiße ist. Also, so. Oh Mann. Das war. Holy shit. Okay, warte mal, vielleicht. 10 Münzen und. Eine Münze. Okay, ich hätte eigentlich auch drauf verzichten können, aber. Na gut. Na gut. Na, dann geht's weiter. Oh, hey, jetzt. Jetzt wird's. Aschig? Staubig? Nee, staubig. Nebelig. Nebelig wäre auch ein Begriff. Superpilze? Okay. Okay, das ist seltsam. Man kann sich entweder plätten lassen oder einfach schnell da hochschleudern. Warum sollte man sich da plätten lassen? Hochschleudern geht schneller. Mario Level 20! Woohoo! Du bekommst. Nein. Geschwindigkeit, ja. Why not? Und Luigi bekommt. Mal schauen. Ne. 3 HP, okidoki. Ja. Okay. Eisblumen. Irgendwas will uns das Spiel doch sagen. Es gibt uns viele Eisblumen. Aber nur die Zeit wird sagen können, was diese Eisblumen bedeuten. Item. Brossblumen, okay. Na dann, weiter geht's. Welch Drama, wenn Prinzessin Peaches Tiara hier ist. Kann es sein, dass sie und Bowser in den Vulkan gestürzt sind? Jetzt sind sie tot! Weil ernsthaft, wenn die den Vulkan sind und der dann ausbricht, die sind tot! Ich vermag es nicht, unser Pech datenmäßig zu verarbeiten. Unser Timing ist übel als übel. Wenn wir dieser Eruptionierung nicht einhalt gebieten, sind wir verloren. That's great. Vorsicht vor der Explosionifikation! Fliehen Sie! Wir müssen einen sicheren Ort finden, um unseren nächsten Zug zu planen. Ist ja schon gut. Muss mich nicht gleich anschreien, okay? Okay, jetzt fliehen wir einfach mal vor diesem Vulkan. Und da sind natürlich Gegner, die das aufhalten wollen, okay. Von mir aus. Baby Mario Level 21! Boah! Du kriegst...
7 KP. Ich wollte eigentlich auf die 6 kommen, aber man kann nicht alles haben. Na dann. Baby Luigi, Alter, wie schnell der einfach ist. Ein bisschen Bart kann nie schaden. Uns hält nichts auf, wir sind Fayest und da ist eine Bohne. Ey, Bohnen müssen immer sein. So. Und... tja. Da ist noch einer. Und ein Luigi-Block. Münzen, cool. Und du stirbst jetzt. Okay, wo waren wir? Ah ja, Eruption, aufhalten, Komplett vergessen und so. Okay, Mario wurde im letzten Kampf ein bisschen angeditscht, also heilen wir den mal ein bisschen. Warum muss Mario immer angeditscht werden? Ich mag das nicht. Item, hey. Eine Münze. Das freut mich. Eine fucking Münze. Okay, das sind Eisblumen, das gefällt mir schon mehr. Was ist das? 10 Münzen. Okay, von mir aus. Also ich will nicht wirklich was sagen, aber ich glaube, ich bin ein bisschen OP, aber ich bin mir nicht sicher. Na egal. Da ist ein Speicherblock und... cooler Boden auf jeden Fall. Wo führt das hin? Ah, eine Abkürzung, okay. Also das ist nur, damit wir schnell zurück können, falls wir irgendwas brauchen. Warum, das erfahrt ihr, glaube ich, noch. Ja, das erfahrt ihr noch in diesem Part. Aber jetzt erstmal müssen wir erstmal da rein, weil es schaut sicher aus, als draußen rumzulatschen. Also öffnen wir das einfach mal. Und gehen da so schnell wie möglich rein. Ah. Aha. Aha. Oh, Herr Jemmije, ich hab Gäste! Ich war so in meine Forschung vertieft, dass ich euch gar nicht bemerkt habe. Mein Name ist Immanuel Gitt. Ich studiere die Steinblöcke und die Geschichte dieses Berges. Wie sind diese steinigen Gesellen hierher gelangt? Und warum sind sie auf alles und jeden so sauer? Die alten Mysterien sind das Einzige, was mein Gehirn so richtig zum Brodeln bringt. Wie auch immer, ich studiere die Erde, die Steine und alles andere auf diese hübschen Gipfeln. Zwar fehlt es mir hier an Imbissen und Annehmlichkeiten, aber ihr könnt gerne bleiben, solange ihr wollt. Was hat euch denn so aufgebracht? Ihr bringt ja die Erde zum Zittern. Der Vulkan ist ausgebrochen? Ja, sicher doch. Ausgebrochen? Sagt ihr dir selber ausgebrochen? Was? Erst vor wenigen Augenblicken ging es los? Warum habt ihr es nicht gleich gesagt? Worauf habt ihr gewartet? Wir stehen in Flammen, Jungs! Die Ergebnisse all meiner Experimente werden zerstört! Oh hey, Mini! Dieser feurige Steinblock wird explodieren! Wir müssen das Ding löschen, bevor ihr alles in die Luft fliegt! Wartet! Wasser. Wasser macht Platsch. Platsch löst Feuer. Etwas... ich fühle, wie etwas in meinem Gehirn anfängt zu brodeln. Ah, meine Erinnerungen, die Erinnerungen meiner Jugend, sie wurden neu angeordnet. Was soll das jetzt? Kann es sein? Das ist es!
Danke, dass ihr Feuerwehr gespielt habt, aber dieses Labor ist dennoch hinüber. Aber macht euch keine Gedanken. Ich hörte von einem preiswerten Labor am Rande der Buhwälder. Ich denke, ich werde mich dort niederlassen. Mir steht ohnehin der Sinn nach ein paar paranormalen Forschungen. Pass gut auf, Jungs, es ist viel zu gefährlich hier zu bleiben. Ich habe so die Ahnung, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss! Mario, ich erhalte eine Nachricht von Professor Igitt aus der Zukunft. Weißt du nicht Gegenwart? Könnt ihr mich hören, Leute? Ich habe soeben die wundervollste Erfindung abgeschlossen. Ja, diese unglaubliche Maschine wird jeglicher vulkanischen Eruption ein Ende setzen. Egal wie groß sie auch sein mag. Die Inspiration kam aus dem Nichts, so wie es bei großen Erfindungen immer der Fall ist. Ich nenne sie Flammschreck 821. Wie der Name schon sagt, ist sie der Schrecken jeder Flamme. Ihr brennt doch darauf, sie in Aktion zu erleben, oder? Okay, ich schicke euch einen kleinen Probestrahl durch den Zeitstrudel. Bleibt dran, Leute. Immer näher drückt. Erstaunlich, nicht wahr? Nun, das sollte zur Vorführung dann wohl reichen. Ich wollte nur ein wenig angeben. Wir hören uns später wieder. Die paradoxifizierten Auswirkungen sind wirklich tiefgreifend, aber zumindest können wir jetzt den Krater betreten. Na dann, gehen wir wieder zum Krater zurück, würde ich sagen. Weil, warum auch nicht, ne? Wäre, glaube ich, die bestmögliche Position, wo wir jetzt sein sollten. Also gehen wir einfach zum Krater. Und ich empfehle euch, bevor ihr zum Krater geht, heilt euch nochmal auf. Aber ich bin in ziemlich guter Verfassung, also habe ich das nicht wirklich nötig. Oh Süßer, sei wieder fröhlich! Fröhlichkeit weg. Nicht mehr fröhlich. Sei doch nicht so, mein kleiner Blöckling. Ein wenig Feuer ist noch immer übrig, springt einfach dort rein! Hey! Das war doch ihr, ihr fiesen kleinen Kobolde, oder? Ihr habt den Vulkan mit all dem Wasser gelöscht! Keine Ausreden! Seht euch doch nur an! Ganz offensichtlich seid ihr doch Klempner! Dank eures Einmischens ist mein Gattin und Steinernst! Es war sein Lieblingshobby, in den Vulkan zu springen, ihr bösen Männer! Schon das ganze Jahr über haben wir auf den jährlichen Ausbruch gewartet! Vulkan mit ohne Feuer. Kein Vulkan mehr. Nur Berg. Habt ihr das gehört? Was ist deine Sache schuld? Also los, geht uns den Spaß zurück! Werde dir helfen? Sprecht lauter! Das wird eine Sache nicht tun, ihr Mistwanzen! Dann werde ich euch auch wie Wanzen behandeln! Ich mach euch platt! Okay. Bosskampf gegen Frau Steinblock! Ich fange den Kampf einfach mal mit ein paar Eisblümchen an und ja. Wäre, glaube ich, mal das Beste, damit wir ein paar Stats lowern können. Und es wurde schon was gelowert und noch was. Und noch was. Verteidigung, perfekt. Na dann würde ich sagen, Trampolin-Time. Ja, dieser Boss ist nicht zu schwer, wenn man weiß, was man tut, weil es einfach kurz Stats lowern, wenn man will, und ja, dann einfach draufhauen. Und wenn ich mit dieser Rate weitermache, dann wird... Okay. Sag mir nicht, ich hab dich schon besiegt. Oh, warte, ja, stimmt. Nach genug Schaden verkleinert sich Frau Steinblock. Und ja. Man muss die richtige finden und ich glaube, die richtige ist die obere. Also, Ziel 1, Kanonengeballer auf diese hier. Bam, 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 bam!
Yeah. Und ich würde sagen... Ja, gleich nochmal. So lässt sich das leben. So macht man Kampf. Boom, bing, bang, bada bing. Und bam. So. Ich würde sagen, dann einfach nochmal Kanonen geballert. So viel Widerstand leisten die jetzt auch nicht, also sollte das schnell vorbei sein. Yeah. That was easy. Mario Level 21. So, du kriegst KP. Und Luigi, Level 21. Du kriegst Angriff. Ja. Yeah. Flunky Maus, die haben mich fertig gemacht. Doofe Männer! Seid nicht zusammen! Oh Blocky Blocky, bist du jetzt nicht mehr traurig? Wie? Wir retten hübsche Dame? Ihr springt den Vulkan, um hübsche Dame zu retten? Ihr jung und nicht sehr helle, dicke Nasen, aber dürre Hirne. Dennoch, hübsche Dame retten ist wichtige Aufgabe. Ihr Leute wollt ihr wirklich rein? Wir gehen in den Berg, nicht Vulkan, aber okay. Ihr vier springt auf mich. Das ist so süß. Oh, wie aufregend. Nimm mich mit, mit Zuckerwürfel. Du, zu schwer. Wie bitte? Wie kannst du es wagen? Nennt keine Frau zu schwer. Idiot! Das ist mein Tipp, nicht? Keine Frau zu schwer. Das kann nur in Desaster enden. Sie unheimlich. Ich dafür bezahlen werde. Jetzt wir wissen, warum nett zu Dame sein. Hübsche Dame, die ihr hier suchen wollen. Sie gestohlen worden? Das hier ist die Höhle! Das ist die Hölle! Es ist heiß, es stinkt, es ist gefährlich! Es ist eine einzige gigantische Feuerbrunst! Ich liebe es! Der perfekte Ort, um einen kleinen Zweitwohnsitz zu errichten! Was für ein fieser Ort! Sie sind heiß, müffelnd und wie geschaffen für Ärger! Richtig stark! Genau der richtige Ort für ein zweites Schloss zu erbauen! Hey, du da! Dieser Ort gehört mir, du Flasche! Zieh leider, Alter, hier, dieser Ort ist mein! Du kommst mir bekannt vor! Ja, du siehst aus wie eine größere, fettere Version von mir! Zumindest wärest du das gerne! Nein, du wärst das gern, du Heidi! Du magst wohl sprechen und aussehen wie ich, aber du, nee, du bist nicht ich! Du bist nur ein kleinwüchsiger, großmäuliger Lümmel! Du hast deinen Mundwerk wie ein Mülleimer, du Fettsack! Wer hat dich denn aufgezogen? Kettenhunde etwa? Ich wäre ich denn hier aus dem Rach wie ein Goomba nach einem Knoblauchpizza! Du wirst es nie zu etwas bringen! Das ist pures Comedy-Gold, die beiden!
Sehr lange Geschichte, aber verstanden. Großer Bowser ist am Grund von Vulkan. Okay. Ihr euch beeilen und retten, hübsche Dame. Wenn ihr nach oben wollt, ihr mir sagen. Frau Böse, aber ich trotzdem zurück. Okay. Jetzt sind wir endlich im Vulkan drin. Und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir tief in den Vulkan rein, um hoffentlich Peach retten zu können. Bis dahin, auf Wiedersehen.